Spende für Jüterbocker Turmstube nach Anschlag. Vertreter der Landtagsfraktion der Linken übergaben am 2. Dezember einen Scheck in Höhe von 4.250 Euro. Damit wollen sie die Flüchtlingsarbeit unterstützen, die in dem evangelischen Jugendtreff geleistet wird. Wenn hier die Arbeit weitergeht, wenn hier kulturelle und soziale Begegnungen weiter realisiert werden, dann ergibt sich natürlich auch ein zivilgesellschaftliches Klima, was wir politisch einfach unterstützend auch brauchen. Deswegen ist es so wichtig, dass die Arbeit hier, aber auch in ähnlichen Vorhaben und Projekten weitergeht, und das wollten wir damit unterstützen. Und wir haben als Fraktion gesagt, wir nehmen die erste Diätenerhöhung im Januar und spenden die sofort nach Jüterbock für dieses Projekt, damit es so schnell wie möglich instand gesetzt werden kann und vor allen Dingen, dass auch Geld zur Verfügung ist, dass mit den Flüchtlingen und den Jugendlichen hier gut gearbeitet werden kann. Durch einen mutmaßlichen Anschlag wurde die Turmstube am 20. November schwer beschädigt. Die Ermittlungen laufen, es wird ein fremdenfeindliches Tatmotiv vermutet. Die Spende soll Mut zum Weitermachen geben. Die Flüchtlingsarbeit wird weitergehen, auch wenn alle Räume zerstört würden. Wichtig ist, dass Begegnungen zwischen Jüterbockerinnen und Jüterbockern und den Flüchtlingen stattfinden können. Das Geld soll für ein gemeinsames Projekt verwendet werden. Geplant ist ein Theaterstück mit Jüterbocker Jugendlichen und Flüchtlingen. Dass die eine Chance haben, sich über das Theater anders zu begegnen, auf gleicher Augenhöhe, und dann auch was zurückzutragen in diese Stadt. Also möglichst sogar bis dahin, dass sie vielleicht sogar was aufführen, wo andere auch dran gefallen haben können. Also so eine neuen Formate eigentlich auch der Begegnung von Flüchtlingen und Einheimischen zu entwickeln. Das ist gerade unser Ziel, und dafür ist natürlich so eine Spende totale große Hilfe.